Die Herbsthöhe. Sieht auch schön aus hier. Juhu, da wären wir. Die Herbsthöhe. Leichter ist japanische Soundkulisse im Hintergrund. Passt ja zu meinem anderen Let's Play. Die Blätter sind so rot, dass sie förmlich strahlen. Wunderschön. Das hier ist der perfekte Ort für schöne neue Erinnerungen. Stimmt doch, Bobo. Einfach nur Bomb-Bomb-Tantchen. Aber jetzt los, folgen wir der blauen Luftschlange. Na dann, hoffe ich mal, dass hier erstmal ein Tod ist. Willkommen auf der Herbsthöhe. Hier sind die Blätter sogar im Winterbund. Oh Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Sprich mich einfach an, wenn du mit der Seilbahn fahren möchtest. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Hier hüpft ein Fisch rum, in Form eines Toads wahrscheinlich. Uff, danke, dass du mich da rausgefloppt hast. Was? Du bist doch Mario. Dank. Ich sitze schon seit Tagen auf diesem Berg fest und sehne mich nach dem offenen Meer. Ich bin nämlich der Skipper-Toad. Dem Skippen tät mal wieder Not. Ich werde mich sofort zu meinem Schiff in Toad Town begeben. Sag doch mal Ahoi, wenn du in der Stadt bist. Mache ich auf jeden Fall. Oh, ein echter Skipper? Wäre es nicht herrlich, einmal über die blaue See zu schippern? Wenn wir das nächste Mal in Toad Town sind, sollten wir ihn unbedingt im Hafen besuchen. Ups, das Loch habe ich glatt übersehen gerade. Da werfe ich erstmal ein paar Schnipsel hin. Kann ich eigentlich den Bob hauen? Ja. Komm her! Oh, ist ganz schön löchrig hier. So, hier müsste irgendwo ein Toad versteckt sein. Zumindest laut meiner Glocke. Kann noch ein paar Mal auf den Baum hauen? Nee. Hier ist ja auch nicht drin. Oh, Szenenwechsel. Da liegt ein Toad. Du hast mich gerettet. Habe ich gern gemacht. Komme ich auch hier rüber? Nee, die kann ich nicht weghauen. Auch wenn es sehr so aussieht, als würde es gehen, hier schon ein weiterer Toad. Hey, danke. Das ist schon krass, wie viele Toads hier versteckt sind, muss ich wirklich sagen. Fast schon ein bisschen zu viel. Muss man jedes Blatt auf dem Boden schon genau im Auge behalten. Bimmelt sie jetzt wegen dem Toad hier oben, oder? Warum genau bimmelt sie jetzt die ganze Zeit? Weil Blatt sehe ich hier zumindest mal kein komisches. Ich laufe jetzt mal weiter. Ich will auch, wie gesagt, nicht unbedingt jeden Toad sammeln. Wirklich was bringt, tut's eh nicht. Oh. Hey! Das muss eine der Luftschlangen sein, von denen ihr beide gesprochen habt. Die scheint nach links zu führen. Ich gehe mal nachsehen. Ciao, Bob. Bumi, sei vorsichtig, nicht fallen. Bitte, nenn mich nicht Bumi. Ich heiße ganz einfach Bob Omp. Keine Sorge, jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich werde mich nie wieder mit deinem Namen vertun, Bobby. Oh doch, wirst du. Ist es wirklich in Ordnung, Bobby allein losziehen zu lassen? Ach man, jetzt darf ich nicht darüber. Darf ich hier? Okay, ich muss ihm nachlaufen. Ich werde dazu gezwungen. Hast du was, wenn ich gezwungen werde, in eine bestimmte Richtung zu laufen? Du Onkel M, sieh dir das mal an. Was? Eine Sackgasse? Wie sollen wir denn jetzt der Luftschlange folgen? Doofe Sackgasse. Menno!
Diese Felsen sind zu groß, um drüber zu springen. Sogar für jemanden wie dich, Onkel M. Wenn der Weg hier versperrt ist, könnten wir ja mal den Berg dort erkunden, oder? Danke, ich wollte nämlich eh in diese Richtung. Komme ich hier an den Booten vorbei? Wahrscheinlich muss ich außen rumlaufen, nehme ich an. Ja. Okay, dann. Stachelis. Oh, wer ist denn da? Vielleicht noch jemand, der uns auf unsere Reise begleiten will? Uhu, Stachelkopf. Hast du Lust, mit uns zusammen neue Erinnerungen zu sammeln? Nein. Bobby, stopp! Vorsicht, das sind Fallschergen. Und die sind ganz gefährlich. Der Kleine da, echt? Naja, mit all den Stacheln sieht er schon ein klein bisschen gefährlich aus. Na gut, dann halte ich mich lieber von diesen Faltgestalten fern. Komm her! Auf den Kopf! Wow, krass, wie viele Toads da mittlerweile schon sitzen. Aber auch krass, wie viele dann auch fehlen. So, Freunde der Nacht, ihr wollt es, glaube ich, so und so. Ihr bekommt einen ganz normalen Stiefel ab. Vielleicht soll ich mir mal angewöhnen, nur noch die Eisenstiefel zu benutzen. Ich habe eh so viele und auch so viele Münzen, die können mir gar nicht ausgehen. Aha, der Bob greift also auch immer an. Nein, früh geblockt. Ich kann übrigens nicht zu lange auf der Blockentaste draufbleiben. Er hört dann nach 1-2 Sekunden wieder auf zu blocken. Das heißt, es muss im richtigen Timing sein. Sonst wäre das Spiel ja zu leicht. Nein, jetzt hab... Augen auf! Jetzt hau ich in die falsche Richtung. Noch nicht ganz wach heute Morgen. Aber Bob ist auch noch da. Der hat mich gerettet. Sehr schön. Wow. Schon die nächsten? So, das drehe ich schön mal hier rüber. Ah shit, ich dachte, ich hätte 3 Ringzüge. Nicht weiter schlimm. Einmal einen Glitzerhammer drauf, dann sind sie Geschichte. Und tschüss. Und auf die hüpfe ich schön mit den Eisenstiefeln drauf. No, noch nicht besiegt. Oh, diesmal hat's geklappt. Los, bring es zu Ende. Nein, halt. So. Perfekt. Weiter geht die Reise. Oh, ein Pilz. So, Leute, was ist los mit euch? Oh oh, Scharenschlacht. Ein Ringzug. Aber die sind ja nicht auf... Doch, ich kann die ja einfach hier rüberschieben. Fertig. So, Eisenstiefel. Also bei denen reicht 16 Schaden auf jeden Fall. Reicht bei denen der normale Hammer? Ich würde es gern testen. Vor allem habe ich ja gerade mal 1,5 Schaden. Müsste reichen. Ciao, ciao. Oh, Party. Party. Zwei Ringzüge.
Moment, so. Und dann. So und so. Perfekt. Auf die hüpfe ich. Ich benutze nur noch die Eisenstiefel. Jetzt die normalen Stiefel will ich gar nicht mehr verwenden. Ich habe so viele Eisenstiefel, wie gesagt. Das lohnt sich überhaupt nicht, die aufzusparen die ganze Zeit. Und zur Not gehe ich in die Stadt zurück und kaufe mir neue. So, und ihr wollt noch einen mit dem Hammer, habe ich gehört. Ups, es hat nicht gereicht. Tut mir nicht weh, nein. Geblockt. Halt, erst wechseln, so passt's. Wunderbar. Eine Glocke bimmelt hier. Wahrscheinlich da oben im Baum drin. Da drüben. Oh, die haben kein Wasser mehr. Na sowas. Hallo, ihr Fischis. Diese Bergfische leben anscheinend an Land und verbringen ihr Leben damit, zwischen den Felsen hin und her zu floppen. Interessant. Ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, aber irgendwie klingt das nicht richtig. Brauchen die meisten Fische nicht Wasser? Ja, ich glaube, wir sollten hier mal das Wasser auffüllen. Ja, komm her. Gibt's Ärger für dich? Ui, Party hier. Drei Ringzüge. Bringt mir alles gar nichts. Boah, jetzt komme ich gerade gar nicht klar hier mit der Anordnung. Wenn ich da jetzt so machen würde. So. So, und jetzt mal wechseln. Bringt mir auch nicht wirklich was. Ich lade mal kurz noch mal ein bisschen Zeit auf, wenn wir es noch mal ein bisschen angucken. Wenn ich den jetzt mal vorziehe hier. Zack. Und auch den hier mal vorziehe. Und die jetzt drehe. So, perfekt. Dann gibt's jetzt mal auf die Schnauze mit dem Glitzerhammer. Und tschüss. Probier's mal mit dem normalen. Ach, der Glitzerhammer ist jetzt eh hinüber. Mal gucken, ob's bei denen auch noch reicht. Ja, ciao. Der ist sehr cool irgendwie, auch trotzdem gemacht hier. Und da drüben, was soll denn das sein? Leere Konservendosen oder sowas? Und da oben ist ein Affe. Was denn? Ein Boot? Hier oben? Bobby, du Ärmster. Ich bin keine Abenteuerexpertin, aber mit Booten kenne ich mich aus. Die schwimmen, weil das hier nur rumsteht, ist es also kein Boot. Als du dein Gedächtnis verloren hast, musst du auch deine Fähigkeit zum logischen Denken verloren haben. Ich weiß schon, was ein Boot ist, Tantchen. Und wenn es hier ein Boot gibt, dann muss das hier ein See sein. Und wenn das stimmt, dann ist der See... ausgetrocknet! Wow, das ist ja unglaublich. Hier ist also ein See. Hey, warte mal. Ist das nicht gefährlich? Wir könnten nass werden. Schnell, wir müssen hier weg, bevor unsere Farben verlaufen. Dieser See sieht ausgetrocknet aus. Also sollten wir hier sicher sein. Aber wenn es hier Wasser gäbe, könnten wir mit dem Boot fahren. Und dann könnten wir glatt über die Felsen in der Sackgasse hinwegfahren und der blauen Luftschlange folgen.
Dann müssen wir also nur den See wieder fluten? Also ich weiß echt nicht, wie ich da helfen könnte. Wo sollen wir überhaupt anfangen? Ja, ich gucke mich jetzt mal hier drüben. Kann ich mir eigentlich irgendwie helfen? Nicht wirklich, zumindest. Da hat es einen Faltkreis. Dann geht's mal hier die Treppe hoch. Also hüpfen. Und Toadi, komm raus hier. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich für einen Job bei der Flusstour zu bewerben. Aber dann ging das leider in die Dose. Oder in die Hose. Der Bootsführer hier muss echt auf Thunfisch stehen. Man bekommt wohl Appetit, wenn man mit nur einem Ruder paddelt. Ach, was für ein süßer kleiner Kerl. Hallo Äffchen. Ich glaube, der ist etwas schüchtern. Glaube ich auch. Das sind ja eine ganze Menge Konservendosen. In etwa ein ganzer Jahresvorrat. Mal sehen. Da steht... Hatzisfnut. Komisch, die Buchstaben sind verkehrt herum und stehen auf dem Kopf. Ah, Moment. Wenn man diese Dose umdreht, ergibt alles Sinn. Thunfisch. Also. Kann ich nichts machen? Der Bootsführer präsentiert Flusstouren zum Relaxen. Tour beginnt gleich hier. Oh, Wahnsinn! Guck ich mir gleich an. Kommt mal her! Wenn man irgendwo eine tolle neue Erinnerung bekommt, dann hier. Okay, ich komme, Bob. Tolle Aussicht, oder? Und seht euch mal das Gebäude da drüben an. Sieht ganz wie ein Tempel aus. Ich könnte wetten, dass das Wasserpergamenton an genau so einem Ort wohnt. Hm, da hast du wohl recht, Bobby. Das sieht wirklich wie so eine Art Tempel des Wassers aus. Und von einem Tempel des Wassers fehlt nicht viel zum Wasserpergamenton. Ah, der Tempel des Wasserpergamenton. Mario, wir haben es gefunden. Das muss das Zuhause des Wassers, Wasserpergamenton sein. Des Gebieters über alles Fließende. Ah, ist dieses Wasserpergamenton also Experte für alles, worin man planschen kann? Dann sollten wir es besser schnell fragen, ob es den ausgetrockneten See wieder auffüllen kann. Lesen. Spritzig und stilvoll, der Tempel des Wasserpergamenton. Ihr hättet nur auf das Schild schauen müssen, da steht's schon. Leute, 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 guckt euch doch mal ein bisschen besser um. Diskutieren die hier eine halbe Stunde, ob das der Tempel sein könnte. Oh! Sieh dir mal diesen Faltkreis an. Schreibt er nicht förmlich Wasserpergamenton? Mit so einem Faltkreis könnten wir sicher etwas gegen die Trockenheit im See unternehmen. Wir sollten dem Wasserpergamenton mal einen Besuch abstatten, Mario. Los, lass uns zu diesem Tempel gehen. Wahrscheinlich machen kann ich hier nichts. Wenn wir zum Tempel des Wasserpergamenton gehen, treffen wir dort vielleicht das Wasserpergamenton. Ach echt? Mein, der ist aber schlau. Sie ist aber schlau. Die Frage ist, ob ich überhaupt noch dahin komme oder ob ich mir bis dahin voll gelabert habe, dass ich keinen Meter mehr laufen kann. Weil ich Kopfschmerzen habe vor. Ihr Plopper von euch. Na, 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 was steht denn hier unter der Treppe? Ein Laubhaufen. Ein weiterer Schatzmini. Puschelgraspampa. Oh. Kann ich mir jetzt wahrscheinlich... Moment, da kann ich... Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich würde gerne das hier aktivieren. Toll, so hohes Gras, so schön. Bobby, da drin können wir dich leicht aus den Augen verlieren. Also bleib in unserer Nähe und verlauf dich nicht. In Ordnung? Nein, ich habe zugeschlagen noch. Shit. Vier verschiedene Gegner. Verrückt. Perfekt. Und halt. Volle Karacho drauf mit Hammer.
7.500 Münzen jetzt schon wieder. Aha, der Tor. Wow! Kann ich den rausziehen? Ja, aus hier! Endlich die Rettung! Ich habe mich hier unten so einsam gefühlt. Bitte, für dich als kleines Dankeschön. Wow, toll. Oh, KP Max plus 5. Ja, jetzt hilft's doch was, die Toads zu finden. Jetzt fühle ich mich fast schon schlecht, dass ich gesagt habe, ich will gar nicht alle finden. War ja cool gerade, dass ich von innen die Mauer umhauen kann. Sehr schön. Ab ins hohe Gras. Toads. Ne, die Richtung war blöd. Hier muss irgendwo einer sein. Da habe ich ihn. Uff, ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, da jemals wieder rauszukommen. Danke, danke, danke. So, wo versteckt sich der Nächste? Hier scheint es nicht so zu sein. Oh, was ist hier noch? Platz der Freundschaft. Für maximale Freundschaft bitte leere Dosen wieder mitnehmen. Das sollte wirklich mal an jedem Spielplatz und Rastplatz bei uns in Deutschland sein. Schrecklich, wie da manchmal Müll hinterlassen wird. Ach, es geht doch nicht über eine kräftige Prise Bergluft. Obwohl sogar die Luft hier rot ist, so wie das Laub. Andererseits sieht sie ganz klar aus, aber man weiß ja nie. Ach, wenn ich an all die ganzen Geheimnisse denke, die auf der Welt auf uns warten. Man explodiert ja fast vor Neugier. Bitte Bob, nicht explodieren vor Neugier, das wäre fatal für uns. Kann ich da noch draufschlagen? Nein. So, hier ist 100% noch irgendwo ein Toad im Gras drin. Hier irgendwo. Na, da ist er doch. Oh, zum Glück. Endlich hat mich jemand gefunden. Jetzt weiß ich, wie man sich als verlorener Schlüssel fühlt. Ja, auch das stimmt. Wer kennt es nicht, wenn man irgendwas sucht? Was ist das hier? Kleiner Wasser-Pergamenthorn-Schrein. Alle Spenden willkommen. Was für ein klitzekleines Häuschen. Wie niedlich. Kann ich gar nichts sonst machen? Nee, scheinbar nicht. Wow, kann ich hier hinten raus? Tatsächlich. Eine Feuerblume. Ich glaube, das war's mit den Toads hier, oder? Na, hier hat's gerade nochmal vibriert irgendwie. Hier oben muss irgendwo einer sein, oder? Mal nochmal kurz zurücklaufen ein bisschen. Nee. Nee. Immer nur so kurze Vibrationen, aber nicht wirklich was Aussagekräftiges. Außer hier oben ist noch was. Ja, sieht gut aus. Hier irgendwo. Da habe ich dich. Hey, wie hast du mich denn gefunden? Kannst du etwa Gedanken lesen? Liest du sie gerade jetzt? Bitte aufhören. So, ich glaube, ich kann das Ding jetzt hier ausstellen. Und hier rechts hat der Weg durchgeführt. Wir haben es durchs hohe Gras geschafft. Ich habe das Gras die ganze Zeit durch deine Tasche hindurch gespürt. Das hat so gekitzelt. Ich musste ständig lachen. Oh, seht mal, wie nah wir schon am Tempel des Wasser-Pergamenthorns sind. Wir werden im Handumdrehen da sein. Nur noch ein kleines Stückchen, kein Problem, oder Bobby? Oh oh. Oh oh, wir haben Bobby verloren. Und weg ist er. Vielleicht war er wieder neugierig und ist vorausgelaufen. Ach, irgendwie ist es süß, dass er uns beweisen will, wie schnell er mit seinen kleinen Beinchen rennen kann. Die er sicher irgendwo hat. Soll ich ihn nicht suchen gehen? Auch okay für mich.
Herbstbrücke. Achtung! Hinunterfallen verboten. Hab's nicht vor. Sehr gut. Kann ich die von hier oben runterwerfen? Ja, doch, funktioniert ein Stück weit. Perfekt. Ich hier runterkomme, weiß aber auch kein Mensch. Wo geht's hier rechts runter? Geschlossen. Habe ich dafür schon genug Schnipsel? Ja. Geradeaus zum Tempel des Wasserpergamenton und rechts geht's in das Kastaniental. Da komme ich aber nicht lange momentan. Wow. Uff, zum Glück wurde ich nicht am anderen Ende der Brücke zusammengefaltet. Im hohen Gras hättest du mich wohl nie gefunden. Da hättest du ein Suchgerät gebraucht oder so. Das habe ich ja schon. Also hätte ich dich auch ohne Probleme da gefunden. Ich habe ja deine Kollegen auch gefunden. Also gar kein Thema. Da oben sieht mir wie so ein Eingang aus, aber dazu brauche ich noch ein paar Schnipsel, glaube ich. Gib mir Schnipsel. Will mehr. Los, gib mir deine Schnipsel. Ah, okay, ich brauche nur zweimal. Was zur Hölle ist das? Wie sieht denn das aus? Ich glaube, ich hau mal drauf. Ne, ziehen muss ich. Komm raus da! Ich danke dir, Mario. Ich habe schon gedacht, ich würde für immer im Papierstau stecken. Das hier ist eine Zweigstelle des Sensorlabors, und zwar die Niederlassung Herbsthöhe. Wir entwickeln fortgeschrittene Sensortechnik, die Abenteuern wird dir helfen soll. Ich selbst kann dir leider nichts Konkretes anbieten. Aber unser Forschungsleiter hat bestimmt was Nützliches auf Lager. Du solltest mal mit ihm reden. Die Reise zum Hauptsensorlabor ist eine Kleinigkeit. Lass mich dir mal zeigen, was die moderne Technik so kann. Wir haben den Faxversand entwickelt, mit dem man im Nu von einem Labor zum anderen reisen kann. Probier's mal aus. Ich fax dich dann einfach von hier zum Hauptlabor. Was sagst du, Mario? Soll ich dich zum Hauptlabor faxen? Auf jeden Fall. Okay, das Hauptlabor kann ich hier kurz auftanken. Möchtest du einen Testlauf mit dem Toadradar wagen? Ja. Nein, ich wollte doch aufladen und nicht testen. Ah, shit, kann ich das wieder abbrechen? Nein. Ich will's abbrechen, ich will das nicht machen. Nein, ich will sie nicht finden. Ich will's abbrechen. Abbrechen. Ja. Dachte gerade, dass ich da den Akku aufladen kann. Kann ich es bei ihm direkt aufladen? Nee, wo waren das dann? Hier? Hier? Ladevorgang 500 Münzen. Ganz schön Wucherpreis. Ladevorgang! Ladevorgang abgeschlossen. Möchtest du in die Niederlassung Herbsthöhe besuchen? Ja, ich möchte wieder zurück. Das ist lustig, dass man hier hin und her gefaxt wird. Nein, du brauchst mich nicht faxen. Na, schaffst du noch zu laden heute? Dankeschön, sehr gütig. Mal die Löcher hier stopfen. Na, 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 geh weg. Ich mach dich fertig. Halt, nein, 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 das will ich doch gar nicht. Ich habe zwei Züge. Wahnsinnig schwer. Eisenstiefel, Attacke! 1, 2, 3,
Und ihr bekommt einen mit dem Hammer drüber. Aufladen. Action. Ciao. Ah, sehr schön. Ein kleiner Schnipselsack. Ein Loch hier zumachen. Tempel des Wasserpergamenton. Hier waltet der Weise des Wassers, der Fürst alles Flüssigen. Speicherpunkt kann ich gerade getrost mal ignorieren. Die Münzen nehmen wir natürlich mit. Und da oben ist ein Toad im Baum. Puh, ich musste lang darauf warten, das jetzt sagen zu können. Also pass gut auf. Ist es nicht praktisch, dass man batteriebetriebene Geräte durch Drücken von Y ein- und ausschalten kann? Super praktisch, oder? Na, danke für diesen Tipp. Wo geht's denn hier hin? Ganz schön weit weg. Da oben hin. Ah. Der nächste Toad. Faltarme sind einfach der Wahnsinn. Aber kommst du auch mit der Steuerung zurecht? Solltest du mit der Bewegungssteuerung Probleme haben, kannst du sie in den Einstellungen im Menü deaktivieren. Nee, bisher ist noch erträglich. Ich lasse es noch so. Ich nehme hier jetzt lieber mal die ganzen Münzen mit. Und da drüben ist auch der nächste Toad. Aha. Was genau kann... Aha. Schlagen! Hallo Mario, tut mir leid, dass ich die ganze Zeit vor dir weggelaufen bin. Ich bin wohl einfach in Panik geraten. Naja, wenigstens habe ich herausgefunden, dass ich ziemlich gut im Klettern bin. Ja, dann kletter mal eine Runde. Aber wirklich was machen kann ich jetzt nicht mehr. Und der Affe läuft auch immer weg, sobald ich komme. Da kann ich mich auch nicht anschleichen. So, das heißt hier wieder runter und nochmal darüber latschen. Dumm, die dumm, die dumm. Mal gucken, ob wir Bob begegnen. Der ja anscheinend vorausgelaufen ist. Normalerweise verabschiedet er sich immer, ja, wenn er sowas macht, aber hat er wohl diesmal vergessen. Der kleine Racker. So, da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Und du bist fertig. Ordne die Gegner an. Wah. Dumm, die dumm, die dumm. Perfekt. Auf Wiedersehen. Hier drüben war noch mal einer, der will auch noch Ärger. Komm her. Wow, diesmal sind es aber ganz schön viele. Toll angeordnet. Danke, danke, danke. Oh, die kann ich gleich mal aussortieren. Entsorgen. Entsorgen und tschüss. Ich hoffe, man bekommt irgendwie... Ah, den Hammer kann ich auch noch entsorgen. Shit. Mach ich nächsten Kampf dann. Es wäre cool, wenn ich mir das irgendwie besser anordnen könnte. Aber ich glaube zumindest,
Also ich habe es noch nicht explizit geschaut, aber ich glaube so auf den ersten Blick, dass es nicht geht. Na, was ist denn da für eine Höhle? Okay, den Toad da von der Wand muss ich auf jeden Fall von oben kommen. Komme ich über diesen Weg da hoch? Ja. Und runter mit dir. Und weg damit. Perfekt. Der Stein hätte mich fast erwischt. Gut, dass ich aus Papier bin. Schnick, schnack, schnuck. Papier schlägt Stein. Perfekt. Dann kann ich jetzt über die Brücke laufen hier. Beziehungsweise halt, da hinten ist eine Kiste, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Da müsste ich doch irgendwie so... Ja. Ein Schatzmini. Ein Schnipselbeutel. Und zwar ein silberner Schnipselbeutel. Greifen die mich jetzt an? Warum läutet es hier? Oh, hier. Oh, vielen Dank. Stehen wir hier vor dem Eingang zum Tempel des Wasserpergamenton? Man sagt, dass in diesem Tempel ein gigantischer, fürchteinflößender Wassergeist hausen soll. Aber die Leute reden ja viel. Tja, das werde ich hoffentlich gleich sehen. Wir haben es zum Tempel des Wasserpergamenton geschafft. Jetzt können wir endlich das Wasserpergamenton treffen. Das sieht eindeutig wie der Eingang zum Tempel aus. Aber wie kriegen wir ihn auf? Ah, einer muss hier hin. Und der andere da. Oh, jetzt habe ich's, Mario. Man muss bestimmt beide Schalter gleichzeitig drücken. Das muss es einfach sein. Ich bin clever und süß. Ja, aber du kannst nicht den Boden berühren. Moment mal, nein, ich schwebe doch. So kann ich keine Schalter drücken. Bobby, du musst dich da draufstellen, in Ordnung? Ja, aber Bobby ist nicht da. Also, das würde ich ihm sagen, wenn er hier wäre. Ist er nicht vorausgelaufen? Dann müsste er doch schon hier sein, oder? Du glaubst nicht, dass er immer noch im hohen Gras herumirrt, oder? Ach, Bobby. Ja, ohne seine süßen kleinen Füßchen kommen wir hier nicht in den Tempel. Suchen wir ihn. Kann ich tatsächlich... Oh, gegen die kann man ja doch kämpfen. Kann ich tatsächlich nochmal zurücklatschen? Zwei Züge. Einfach die rüber. Bringt mir das irgendwas? Ja, und dann kann ich... Nein, es bringt mir gar nichts. Ja, warum nicht einfach die hier rüber und fertig? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, Ausrüstungsmenü. Die Stiefel entsorgen. Die Stiefel entsorgen. Der Glitzerhammer weg. So, die Stiefel rüber und glaub, mehr habe ich hier nicht. Oh, sehr schön. Jetzt ist eine gute Übersicht. Und ab geht's. Und ihr bekommt einen Hammer drauf. GG, Jungs. Und Mädels. Geh weg hier. Habe ich die Münzen Jetzt habe ich die Münzen vergessen, aber egal. Zurück über die Brücke. So, wie finde ich den Kerl jetzt? Was ist hier? Shit. Hatte gehofft, dass es Bobby ist.
Perfekt. Das ist übrigens lustig, dass in der Welt alle scheinbar gut sind, außer sie werden zu Origami gefaltet, dann werden sie böse. Auch die, die eigentlich sonst nicht nett sind zu Mario, sind plötzlich gut. Bobby, wo bist du? Da ist er jedenfalls nicht. Ist die Frage, muss ich jetzt hier nochmal alle Gegner besiegen oder wo versteckt er sich? Kann ich ihn über das Gerät hier finden? Aber nee, nur Toads. Ja, ich greife mal den jetzt hier trotzdem noch an. Wow, war es nicht schwere Anordnung wieder? Na, ich wollte andersrum drehen. Und ab geht's, Mario. 1, 2, 3, 4. Supi. Hat mir leider nichts gebracht. Da vielleicht hier runtergelaufen. Oh, was ist denn hier los an dem mexikanischen Fest? Du wartest also auf deine Kumpel, ja? Ich auch. Kumpel haben ist eine tolle Sache. Kann ich nur empfehlen. Bobby, was machst du denn hier? Jetzt sag mir nur nicht, dass du dich tatsächlich in dem hohen Gras verlaufen hast. Onkel M, Tantchen, ich wusste doch, dass wir uns früher oder später wieder treffen würden. Deine Kumpel wiederzusehen ist auch ziemlich toll. Kann ich ebenfalls empfehlen. Ey, du hast deine Kumpels getroffen. Da geht echt nichts drüber. Lass uns eine super duper Dosenparty schmeißen, um das zu feiern. Shiovey. Eine super duper Dosenparty? Das klingt wirklich spaßig. Moment. Nein, nein, nein. Wir müssen doch zum Wasserpergamenton. Komm schon, Bobby. Verabschiede dich von deinem neuen Freund. Na gut, Tantchen. Dann lass uns gehen. Ich würde aber gern mit ihm ein bisschen machen spanische Musik. Eine super Dosenparty. Ich kann es kaum erwarten, dass meine Kumpels auch auftauchen. Chiove. Und dann machen wir ein bisschen spanische Musik und spielen Musik bis tief in die Nacht hinein. Und haben dann ganz viel Spaß. So, auf geht's jetzt zum Wassertempel. Lauf ich gefühlt schon zum 10. Mal über die Brücke. Oh, ein neuer Freund. Er sieht gar nicht aus wie diese faltigen Kerle. Das muss bedeuten, dass er ein Freund ist, oder? Nein, ist er nicht. Hallo Stampfi, ich bin Bob Omb. Wie heißt du denn? Das sagt er gar nicht, das bestimmt. Oh nein. Bobby, nein. Ach, ich hätte ihn vor der Pappmachos warnen sollen. Ja, und nun muss ich jetzt gleich auf die Brücke. Ach, ich muss wahrscheinlich hier rechts runter. In dieses Tal. Ciao, ciao. Ja, aber wie komme ich hier jetzt runter? Immer noch verschlossen. Ja, in das Kastaniental sollte ich jetzt. Komme ich hier irgendwie rüber? Hier durch? Nee, aber eine Kiste ist hier immerhin. Die Toadseilbahn. Tja, wie komme ich jetzt in das Kastaniental? Bringe ich vielleicht auch einfach von der Brücke? Ja.